Ja, hallo Freunde der guten Unterhaltung, ich bin es mal wieder, Jokez, und ich begrüße euch nach so einer langen Pause endlich wieder mal zurück beim Let's Play. Ja, ich hatte jetzt eine sehr lange Sommerpause, zwischendurch habe ich ja mal eine Folge hochgeladen, weil ich denn gerade Zeit gefunden habe, aber ich war im Prinzip eigentlich die ganzen Ferien weg und deswegen ist da auch nichts gekommen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und naja, wenn ihr euch jetzt fragt, in welcher Welt bist denn du jetzt? Das ist ja gar nicht die, die ich kenne. Ja, dann habt ihr natürlich recht. Das hier ist eine andere Welt von mir, die ich irgendwann mal angefangen habe. Und ich wollte euch eigentlich nur eine Sache in dieser Welt zeigen. Und zwar meine Idee zu einem Mob-Spawner, beziehungsweise zu einem Mob-Grinder, wie wir die ganzen Items griefen können. Ja, wir spielen natürlich in der 0.4.0, aber dazu kommt auch noch ein kleines Update-Video. Aber ich wollte euch eigentlich nur diesen Mob-Grinder zeigen. Und zwar werden wir oben so eine Spawn-Etage bauen, so wie da. Dann klatschen die Viecher hier runter, sterben entweder sofort oder leben eben noch. Dann kommen die hier hin, gehen hier runter, können aber nicht durch, gehen in Lava rein, verbrennen, die Items droppen runter und kommen dann hier hinten wieder raus. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist meine Idee. Und dann würde ich vorschlagen, wechseln wir mal wieder in unsere Let's Play-Welt. Ja, ihr seht, ich habe hier ganz viele Welten. So, ja. Ach, da habe ich ja... Ach, nee, ne? Ach, komm, scheiße. Ja, da hat sich wohl der Vergangenheitsjoker jetzt mal was Tolles einfallen lassen und uns einfach mal auf einem Block mitten im Nirgendwo ausgesetzt. Naja, halb so wild, wir kommen ja hier weg. Hätten wir jetzt keine Materialien, hätten wir jetzt wohl oder übel in unseren... Na, ich glaube, gestorben wären wir nicht, aber kurz davor. Ah, ich muss mal gucken, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wir sind doch hier schon richtig... Ja, wir sind hier richtig. Ja, ich spiele außerdem nicht mehr mit... gerade mal nicht mit Sharpcraft, sondern mit Skates... Pack. Ja, so heißt das. Das ist ein Texture Pack von meinem Idol Skate 702 Germany. Ja, und ich fand es ganz nett so, was es alles so hat. Und deswegen spielen wir einfach mal damit. Und ich würde vorschlagen, in der heutigen Folge versuchen wir irgendwie unser Haus zu erweitern. Denn irgendwie ist es mir ein bisschen zu klein. Ich schätze mal so, ja doch, das ist doch viel größer. Das passt doch gleich viel besser. So, die Tür lassen wir auf der gleichen Höhe. Haben wir denn eine Axt? Ja. Und wir haben noch von diesem einen, Mod, sage ich jetzt mal, den ich installiert hatte, haben wir noch drin die Diamantwerkzeuge. Auch ganz nett. So, dann wählen wir mal die Tür aus, setzen die hier hin und vergrößern unser kleines Apartment ein bisschen. So, wo ist der Cobblestone? Da ist der Cobblestone. Hier noch einen. So. Ja, es ist schon etwas länger her, dass ich gespielt habe. Ich glaube, dass so Let's Play gemacht habe. Ich glaube, das merkt man. Und verdammt nochmal, ich habe mir nicht mal mehr die Themen zurechtgesucht. Ach Gottchen, ich habe mir extra Themen aufgeschrieben, über die ich reden wollte. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Naja, das kommt dann eben in der nächsten Folge. Ist ja halb so wild. Ihr schafft das schon. Das Problem ist, ich muss jetzt hier irgendwie noch schnell eine Wand hochziehen. Denn wir spielen ja in der 0.4 und da gibt es jetzt auch Creeperle. Und, noch falsch gesetzt. Und deswegen werde ich jetzt schnell einfach mal sporadisch eine Wand hochziehen, die jetzt nicht gut aussieht und erst recht nicht gut ist. Aber, so, jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal vor größerem Übel geschützt sein. Ob es was hilft, wird sich zeigen. Ja, Öfen hatten wir schon und... Ich sollte vielleicht nicht reden, wenn ich versuche nachzudenken, aber was soll's. Ja, was machen wir denn jetzt, nachdem wir unser Haus ein kleines bisschen erweitert haben? Ich würde vorschlagen, wir machen das, worauf ich schon so lange gewartet habe. Wir craften uns Kisten. Kisten sind so schön, jetzt können wir nämlich endlich unsere Items ablegen. Blöd ist, es gibt noch keine Doppelkisten, die Kisten haben noch keine Animationen, aber Hauptsache sie funktionieren. So sehen Kisten aus. Ja, sehr spannend, ich weiß. Was platzieren wir denn? Wir können jetzt nämlich jeden Kack platzieren, den wir nicht mehr brauchen. Das Gefühl ist einfach super.
wenn man nicht mehr ständig überlegen muss, ja, was brauche ich denn, was nicht, weil vorher hatte man ja nur sein Inventar und ja, wenn es da irgendwas gab, was man nicht gebraucht hat, dann musste man das einfach entsorgen und das war nicht so schön. So, dann legen wir mal schön alles ab. Was können wir noch nicht? 10 Eisen, ja, lassen wir auch erstmal da. Ja, irgendwie, ich glaube, zurzeit ist es, ich denke mal, es ist ein Bug, aber zurzeit droppt man seine Items nicht, wenn man stirbt. Ist ja ganz praktisch, aber naja. So, gucken wir mal. Da sind Zombies. Mal gucken, sehen wir noch was anderes. Ah ja, und da jetzt eben die neue Version ist, habe ich natürlich auch nicht diese, ich nenne es jetzt mal Mods drinnen, dass wir die Render Distance erweitert haben und den ganzen Kack. Das heißt, wir haben hier eine sehr kurze Render Distance, diesen Nebel, den ich auch nicht unbedingt bevorzugen würde. Und den ganzen Pipapo. Ich überlege gerade, sollen wir dieses Steingebilde hier so als Abtrennung lassen oder sollten wir es einreißen? Ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Erde hier weg. Denn ich finde, in keiner Wohnung sollte der Boden aus Erde bestehen, wenn man sich nichts anderes leisten kann. Ja, und wie ich gerade merke, habe ich mir auch grandioserweise vergessen, einen Timer zu stellen. Ja, ich bin einfach vorbereitet wie eh und je, habe kein Thema, worüber ich reden kann, habe keinen Timer. Ah, super, ich fühle mich, das ist doch sehr professionell von mir. Das muss man mir lassen, dass ich sehr professionell arbeite. Ich habe mir einfach das iPad genommen und gesagt, aufnehmen. Und dabei habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja überhaupt nichts vorbereitet habe. Naja, aber da ich jetzt sowieso vorhabe, erstmal ein bisschen, sag ich mal, versuchen zumindest vorzuproduzieren, weil ich irgendwie ein bisschen Folgen auf Vorrat haben möchte und ich möchte euch versuchen, nicht immer nur so gefühlte Ewigkeiten warten lassen zu müssen, bis endlich mal wieder eine neue Folge rauskommt. Ja, da musste ich dann einfach, oder werde ich versuchen, so sag ich mal, wenigstens 4 Folgen aufzunehmen, die ich dann im Laufe des Tages versuche hochzuladen, sodass ihr jetzt wenigstens 4 Tage lang regelmäßig eure tägliche Portion Minecraft bekommt, oder wie auch immer. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber irgendwie durch irgendwas schaltet YouTube einem jetzt mit, Skelette, nach und nach diese ganzen Partnerfunktionen frei, wie zum Beispiel die Funktion, Videos erst an bestimmten Uhrzeiten zu veröffentlichen oder Custom Thumbnails und also eben die ganzen Partner-Features, die man normalerweise nur als Partner hat. Ich verstehe jetzt nicht so wirklich, was jetzt da noch der Anreiz sein soll, Partner zu sein, weil ich wollte, wenn überhaupt, wenn dann nur Partner werden, damit ich eben diese ganzen Partner-Features nutzen kann. Wie eigentlich nur das Custom Thumbnail, habe ich mir auch schon eins zurecht gemacht, was ich sehr geil finde. Aber ich meine, Geld verdiene, ich will doch mit YouTube kein Geld verdienen, ich mache das doch nur aus Spaß und an den Views mangel ich mir eigentlich eh noch, dass ich irgendwie was damit verdienen würde. Ja, und deswegen war ich da leicht confused, was es denn damit auf sich hat. Problem ist, wir haben jetzt hier nicht irgendwie so ein Bett, womit wir die Nacht überspringen können. Ihr habt es ja schon gesehen, man kann sich ja jetzt Betten craften, ne? Farming-System gibt es ja eigentlich auch schon, ach Gott. Aber wenn wir farmen wollen müssen, muss ich mir wohl oder übel irgendwie Wasser ins Inventar legen, rein zufällig, weil es dort auftaucht. Denn man braucht zum Farming immer noch Wasser. Wasser, damit das Feld nass wird oder feucht wird und dann dort die ganzen Weizen und so sprießen können. Wie die das hier geregelt haben, dass man Seeds bekommt, fand ich jetzt auch noch zweifelhaft, aber wir machen uns jetzt als erstes mal eine Hoe, damit ihr mal seht, wie das Ganze denn aussieht. Wir machen uns eine Steinhoe, denn ganz ehrlich, Eisenhoe brauchen wir nicht, dazu ist nur der Eisen zu schaden. Klar, die Diamantwerkzeuge sollten erstmal eine Zeit lang reichen, aber naja, man weiß ja nie. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch irgendwie dennoch ein bisschen auf Monsterjagd. Ich meine, es ist nur ein Diamantschwert und wenn wir es eh nicht droppen, dann kann uns ja eh nichts passieren. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen, ich will euch ja ein bisschen Action liefern und euch hier nicht zu Tode langweilen. Das wäre ja auch nicht so das Richtige. Problem ist nur, da ich keinen Ingame-Sound habe, werde ich mich jetzt wahrscheinlich gefühlte 50.000 Mal zu Tode erschrecken. Okay, die habe ich jetzt schon gesehen. Ja gut, vor euch habe ich jetzt keine so große Angst mehr. Nein, oh Gott. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne?
Komm, au. Aua, aua, aua. Ja, Zombies droppen jetzt netterweise Federn. Ich weiß gar nicht, was ich suche. Eigentlich bräuchten wir ja Spinnen. Spinnen, damit wir... Spinnen, damit wir uns ein Bett craften wollen können, beziehungsweise aus der Wolle. Und wie ich sehe, wird es hell. Das heißt... Ei, komm. Eieiei. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Nee, ich glaube, unsere erste Priorität ist es, irgendwie uns Schiers zu machen und ein Schaf zu ernten. Ja, ich glaube, das machen wir, damit wir unseren Spawnpoint versetzen können, damit wir hier nicht immer rumgeistern und dort unten spawnen. Denn wenn wir sterben würden, würden wir zwar höchstwahrscheinlich nicht unser Inventar verlieren, aber die Tatsache, dass... Oh, ich dachte schon, da ist irgendwas drin. Aber die Tatsache, dass wir da unten starten würden, ist auch nicht so viel besser. Und deswegen nehmen wir uns gleich mal zwei Eisen raus. 1, 2, gehen ins Crafting-Menü rein und craften uns einfach mal ganz unverfroren Shears, die auch ganz lustig aussehen in dem Pack von Skate 702. Am besten in diesem Texture-Pack gefallen mir aber übrigens die Brote. Die sehen nämlich aus wie Burger und ich mag Burger. So, da ist ein Skelett verendet, auch nicht schlecht, dann können wir vielleicht noch ein paar Items griefen. Ach, na gut, ein Pfeil. Ja, ein Pfeil ist besser als gar keiner. Und Creeper. Ich weiß nicht, soll ich mich von dem hochjagen lassen, damit ihr einfach mal seht, wie das aussieht? Ich glaube nicht. Nein, Creeper, du wirst einfach nur sterben und gibst uns natürlich keinen Gunpowder. Wäre ja auch zu einfach. So, Schaf, Schaf. Ey, Schaf, gibst du mir jetzt Wolle? Oh gut, es hat gefressen. Jetzt hoffe ich mal, dass du mir mehr... Sag mal. Okay, 3 Wolle, perfekt. Ich weiß, gut, dass es gefressen hat, sonst wäre ich da jetzt leicht latent aggressiv geworden, aber... Naja, Spinne töten und da war doch gerade noch ein Creeper. Ach da, den machen wir jetzt auch noch schnell fertig. Und ja, ich hoffe mal, dass durch dieses 16x16 Texture Pack die Qualität etwas besser ist. Ach, was, wisst ihr was, lassen wir uns einmal hochjagen. Ah, doch nicht. So, dann können wir hier noch ein bisschen Sand mitnehmen. Daraus können wir uns dann schön Glas machen. Und naja, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht, dafür, dass wir total unvorbereitet sind. Aber wie wir uns ein Bett machen, das seht ihr in der nächsten Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft.